Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, heute würde ich gerne in die Stadt gehen. Da die beiden Quests hier am Rand eigentlich so hoch für unseren Level sind. Und ich denke, wir müssen sowieso in diese Richtung weiter reisen, da hier auch noch Level 38er Quests sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir heute in die Stadt. Und kümmern uns ein wenig um Nebenquests, wie die Mausefalle und der Flug von Kyrene und Gründungsvater. Wahrscheinlich fange ich mit dem Flo an, weil der vom Level am niedrigsten ist. Aber ich würde sagen, da reiten wir ganz normal hin. Ich möchte die Stadt gerne, nachdem ich sie noch nie betreten habe, eigentlich gerne von vorne auf mich wirken lassen. Ich sollte mich. Warum reitest du eigentlich mitten durch das Lager? Erd. Nun, egal. Senu lenkt sie ab. Es haben wir zumindest schöne, spannende Musik im Hintergrund, während wir in die Stadt reiten. Ich meine, immerhin sind wir im Frachhaus. Da passt die Musik. Sehr schön. Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die die Römer den Griechen hier gebracht haben. Die den Römer den Griechen gebracht haben. Gut, also wurde Ägypten erst von Griechen und dann von Römern überrannt. Yay. Yeah. Ein bisschen kann man den Frust der Ägypter da ja verstehen. Eine Ode an den Löwen von Rom. Dünne Pfeile. Den Löwen von Rom. Flavius, schätze ich. Okay, ja, danke. Danke, Pferd. Schau dir an, was du für einen Sauerstoff veranstaltet hast. Ich will nicht stören, ich will hier eigentlich nur lesen. Überstürzt, nördlich von Apollonia befinden ich mich neben meinem Lebensretter. Es weist den Weg in Dunkelheit und Nebel und ich sitze daneben unter etwas, das seine Warnung nicht beherzigte. Ich bin hier falsch. Ich dachte, ich wäre hier richtig. Aber hier oben ist dann zumindest ein Aussichtspunkt. Ah, die Quest wird auch hier. Wow, was macht dieser Mann da oben? Okay. Der Fluch von Kyrene. Bei beeindruckt den Jungen Esiokles und seine Bande von Halbstarken mit immer gewagteren Sprüngen von den Wahrzeichen Kyrenes. Eine Legende ist geboren. Ringe vom Tempel des Zeus. Wow. Das Spiel ist Unterhalter für kleine Kiddies. Gut, meinetwegen. Wenn hier ist immerhin sowieso ein Aussichtspunkt. Das Kolosseum sieht schon sehr gut aus. Und der Tempel da hinten. Oh, schöne Stadt. Also da mal durchschlendern,
So, Sightseeing-mäßig würde ich schon gerne. Okay, ins Wasserbecken. Hey, ich habe einen Fremder, Fan. Fremder, hierher. Das war das Großartigste, das ich je sah. Und ich sah schon eine Schlange, eine Katze verschlingen. Eine Katze, ehrlich? Und wer bist du? Ezeokles, aber meine Freunde nennen mich Ezio. Nun, Ezio, ich bin Bayek. Wie hast du das gemacht? Kannst du zaubern? Springst du nochmal für mich und meine Freunde? Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene. Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Ezio. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Ja, oh, eine Bande. Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Ezio. Gehen wir zu den Bädern. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben und massieren. Das ist sicher was für kleine Kinder geeignet. Meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Ja, ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Vitruvius. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Ezio. Kannst du von da oben springen? Natürlich. Und ganz da oben? Natürlich. Das wäre sein Todesurteil. Na klar, mein Junge. Das mache ich mit geschlossenen Augen. Kommt alle her und seht Bayek fliegen. Nein, den Tod am besten. Oder? Seht ihr? Ich habe gesagt, er ist tapfer. Ach du meine Güte. Was, wenn er abstürzt? Der klebt wie eine Eidechse am Stein. Lasst ihr euch lieber nicht überfahren, hallo? Ja, ja, ja. Seht ihn euch an. Spring, spring, Bayek. Ein paar dieser Angsthasen dachten, du verfehlst den Karren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das ist unmöglich, oder? Ich war mir selbst nicht sicher, Ezio. Du bist durch die Luft wie ein Adler. Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er mag Poesie, Musik, Wein und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat und gerne jagt. Jagst du auch gerne, Bayek? Oh ja. Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Wenn du von Apollons Tempel springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu. Und belohnt mich mit meinem eigenen Bogen, damit ich im Wald Hasen jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Ja, ja. Nimm mich einfach nur dahin, wo ich hin soll. Ist Apollon nicht beeindruckend? Aber ich dachte tatsächlich, Apollon. Ach nee, das war Hephaistos. Hephaistos war Gott der Schmiede. Okay, gut. Also hier hoch, ja? Wir sehen alle zu. Schön. Sag mir, wenn's vorbei ist. Dann verpasst du mal den Sprung und meine super Landung. Im Heuballen, der natürlich auch noch zufällig da liegt. Mal wieder. Hoffentlich. Oder das Wasserbecken. Er ist so mutig. Habt ihr. Jetzt wird Apollon mich sicher belohnen. Geschafft! Du hast es geschafft! Unser Freund Bayek macht das Unmögliche möglich. Auf zum nächsten Sprung. Warum bin ich eigentlich ständig ein Entertainer für Kinder? In jeder Stadt, wo ich bin. Da hoch. Na dann. Nun, du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand hin, außer den Römern. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Legionären klar. Bist du bereit, Bayek? Ich präsentiere die Akropolis. Lass dich bloß nicht erwischen. Hera, Göttermutter, das ist zu hoch.
Na los, spring, Bayek! Spring von der Spitze des Turms! Ja, ich muss hier erstmal hochkommen, weiß, Kinder. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Zumindest getroffen, aber ich dachte eigentlich mehr in Richtung Kopf oder so. Und jetzt finde ich den Kerl nicht mal. Schön. Ach Mann. Nehmen wir mal die Schwerter, das geht schneller. So, Kinder. Passt ihr auch alle schön auf, wie man das Gesetz bricht? Kannst du nicht nochmal springen, Bayek? Bitte, es ist mein Geburtstag. Lügner, der war letzten Monat. Lasst ihn in Ruhe. Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Floh. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Was für ein prächtiger Typ. Lexon, Lexon! Okay, die Quest haben wir zumindest erfüllt. Und Kinder sind glücklich. Ist das nicht die Hauptsache? Die nächste Quest ist dann hier in der Nähe. Eigentlich direkt. Okay. Gründungsvater. Ah, da hoch. Das sieht auch interessant aus. Das Bauwerk. Hallo, Praxis. Hallo, Wolfram. Grabmal des Battos. Ein Grabmal, ein schönes Grabmal. Bist du ein Beschützer? Hast du einen Augenblick? Das Schicksal unseres Gründers steht auf dem Spiel. Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt. Dem großen Battos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte. Jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Jemand, also sind wir jetzt ein Jemand. Also zur Sehne sollten wir besser ein Niemand bleiben. Als das Grab von Battos dem Ersten, dem Gründer Kyrenes, auf Befehl der Römer kurzerhand geschlossen wird, bittet Priester Lakios Bayek oder Iakoch, keine Ahnung, Bayek Nachforschung anzustellen. Hinaus, warum Battos Grab verschlossen wurde. Also am besten reinklettern, ja? Lesen wir erstmal. Auf Befehl des Prokonsuls. Das Grab des Battos wird auf Befehl des römischen Volkes geschlossen. Wer versucht, sich die Tür zu verschaffen, wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Centurius Cassius Albus. Albus Dumbledore. Na gut, gehen wir mal hoch. Oben gibt es sicher einen Eingang.
Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Ja, es hat ja auch... Griechen und Ägypter sind ja auch gar nicht so unähnlich. Sind ja alles eigentlich nur Menschen. Bis darauf, dass sie verschiedene Kulturen haben. Und vielleicht ihre Götter und Toten anders ehren. Das Problem sind nur die Deppen, die meinen, mit Gewalt irgendwie rechts- oder linksextrem oder überhaupt extrem sein zu müssen. Oh, ich sehe kaum was. Okay, besser. Über Battus den Ersten. Das Orakel von Delphi prophezeite dem Volk von Thera, dass sie sich auf Apollons Geheiß eine neue Heimat in Libya suchen soll. Aber das Volk hielt sich nicht daran und 7 Jahre lang fiel kein einziger Tropfen Regen. Der Gründer der Dynastie des Batiaden, Aristoteles Battus der Erste, besuchte das Orakel erneut. Führe die Theräer in das Land, in dem ein Loch im Himmel ist. Dies ist Zeus, Garten. Ein Ort des Wohlstands und Überflusses. So nahm Battus der Erste seine treuesten Gefolgsleute und siedelte im schönen Pyrene. Battus Bogen. Hier liegt König Battus. Mit seinem Bogen bezwang er unsere Feinde und alle Feinde des Sonnengottes. Deshalb hat Apollon ihn belohnt, indem er ihm einen Bogen gab, der so straff gespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen könnte. Das ist kein Bogen. Der Gründer wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. Und das ist kein Bogen. Oder sollen die da drin sein? Die Relikte sind fort. Sag ich doch. Mit diesem Medaillon brachte er Frieden und Ordnung in unsere Stadt. Wer diese Relikte besitzt, hält das Schicksal unserer großen Stadt in den Händen. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen. Wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden. Aber man sollte den Menschen helfen und nicht einem Volk, Bayek. Assassine, du verstehst das, ne? Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Lea. Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Würde mich ja nicht wundern, wenn die noch irgendwo in die Ecke gepinkelt hätten. Dem sie gesoffen haben. Okay, also hoch zur Akropolis. Mit denen habe ich mich ja sowieso schon angefreundet. Es ist also kein Problem für mich, diesen dummen Deppen auch noch in den Hintern zu treten. Unterirdische Strömungen. Südlich von Pyrene in den grünen Bergen gibt es einen See, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Wird an der Quelle dieser Magie sein, wo das Wasser aus dem Nichts entspringt. Glaubt, da war ich sogar schon mal aus Versehen. Oder muss ich nicht unbedingt nochmal hin? Die Schätze wollte ich ja sowieso nicht suchen. So, ihr seid in der Akropolis zurück, ja? Das ist gar keine große Feste. Nee, nee.
Das ist die Hauptquest, die mir da angezeigt wird. Das sind beide Relikte. Hilfe. Das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Und ich glaube nicht, dass der Vorgang die richtige Lösung ist dafür. Gibt es vielleicht einen unterirdischen Zugang? Senno. Ich werde wahrscheinlich hier irgendwie über die Seite kommen. Oder von hinten. Von wo ist der Weg kürzer? Von der Seite oder von hinten? Von hinten. Komme ich da hoch? Da ist auch das Feuer. Für die Verstärkung. Mal schauen, ob ich da hochkomme. Ich habe nicht gesagt, du sollst runterspringen. Meine Güte, du springst noch in den Tod. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich bin eigentlich noch außerhalb, aber okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da oben ist das Feuer. Kommst du um die Ecke? Einer weniger von den Idioten. Ich will erstmal hoch. Um das Feuer auszumachen, also so sabotieren. Der eine Schatz ist genau unter uns. Wir bekommen Besuch. Oder doch nicht. Und bis auf!
Ach, das war das Klo. Ja, wohlgemerkt, das war das Klo. Verflucht, die sehen das. Inspektor Franklin, link mit Mann. Stercoli, arrivate, arrivate! Oh, Sprache! Sono i cattivi? Jetzt wünschte ich mir, ich hätte den einen Punkt schon ausgerüstet. Los, auf zum Träger! Auxilium! Ein bisschen großen habe ich. Tentatet! Oh, verflucht. Zumindest den großen hatte ich ausgeschaltet. Jetzt hätte ich mir gewünscht, ich hätte den Fähigkeitspunkt mit dem Attentat und dem Nebenstehenden schon freigeschaltet. Wo ich zwei Leute gleichzeitig mit Attentat töten kann. Okay, der bewegt sich. Das muss Batus Bogen sein. Ein Kriegsbogen. Okay. Der nächste ist da drüben. Wir werden da auch einfach hinkommen können. Probieren, ob das die Leute ablenkt. Na, nicht großartig. Ist zu weit weg. Ja, komm her. Vielleicht kann ich mit dir deinen Kollegen ablenken. Komm. Bitte. Oder wir machen das so. Siste, confute. Ich würde eigentlich gerne mal Kampfrausch einsetzen. Bei dem ist es aber auch so, dass niemand in der Nähe großartig ist. Batus Medaillon. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Yay! Dann haben die Penner zumindest ihre gerechte Strafe bekommen.
Ich war nie da. Ich weiß gar nicht, was du gesehen haben willst. Ich war nie hier. Ja, würde ich auch sagen, geh einfach wieder. Wo sind die anderen beiden Schätze und wo sind die hochrangigen Herrschaften? Schätzelein! Das ist einer von den höheren. Da oben ist eine Treppe. Schätze? Da ist noch einer, okay. Was fehlen noch zwei? Und zwei Hauptmänner und ein Kommandant. Wo ist der letzte Schatz? Ich finde ihn nicht. Warum ist da drüben eigentlich plötzlich? Ach, das war schon immer so. Ich habe mich gerade gefragt, warum der Kerl hier plötzlich so nah ist, aber stimmt, das Teil hier ist ja einfach nur riesig. Die Akropolis. Da ist der letzte Schatz. Auf der anderen Seite. Reifen sollst du eigentlich nicht, Bayek. Jetzt läuft er weg. Geht er wieder hin. Das finde ich auch doof, dass sie sofort wissen, von wo der Pfeil kommt.
Das ist unlogisch. Wenn ich in Deckung bin, dass sie wissen, aus welcher Richtung jetzt der Fall geflogen haben. Kritik! Bockmode! Prohibe! Ich will, dass du die Schwerter ausrüstest. Meine Güte, ist das so schwer. Schön, du bist vergiftet. Idiot, ihr kommt alle hoch und vergiftet euch. Finde ich gut. Hier mache ich kurz einen Prozess, mein Lieber. Operieren scheint euch jetzt doch von hinten zu kommen, ja? Oh, meine Munition ist voll, obwohl ich gerade alles verschossen habe. Okay, auch in Ordnung. Keinen Kampfrausch eingesetzt. Obwohl sich das gerade irgendwie angeboten hätte. Ich vergesse es immer. Wo sind denn gerade die anderen Herrschaften? Der andere Hauptmann und der Kommandant. Weiß es nicht. Ich hatte sie eigentlich gefunden, lokalisiert, aber jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, einer war hier oben drin. Ich gehe dann davon aus, dass auf der anderen Seite noch einer irgendwo herumläuft. Aber da ich mir sowieso alle Schätze holen möchte, wird mir das sicher auch noch auffallen. Werden mir die Herrschaften sicher noch in den Weg rennen. Ein schöner Palast haben sie aber. Meine Herrschaften. Ich hab'n Fan-Knie. Stati, optimum. Affimus, you, and you vate!
Ja, da war zu nah dran. Bin hier. So, das war's. Dann habe ich jetzt alle geplündert. Wahrscheinlich nicht. Egal. Erstmal aufgeräumt. Und dann festgestellt, dass der andere Chef da drüben irgendwo rumgammelt. Also, ich würde sagen, das war eine saubere Arbeit. Dann hole ich halt zuerst den Schatz auf dieser Seite. Und gehe dann nach oben in den Hauptbereich. Tötet ihn nicht sofort. Man sagt, ich renne dir hinterher, oder wie? Wenn ich das nicht muss, werde ich es nicht tun. Ja, das hat nicht wirklich was gebracht. Ich hatte gehofft, wir machen ein bisschen mehr Peng-Peng und Explosion und... Ich dachte, diese Fässer machen ein bisschen mehr Flächenschaden. Besser Uhren. Wo war jetzt der Schatz? Zenu? Da drin. In dem Haus, wo ich davor stehe. Bitte? Ich würde das gerne nehmen. Wieso kann ich das gerade nicht einsammeln? Das ist doch nervig. Ich hätte gerne, dass du das da einsammelst. Ich kann damit nichts machen. Buggy? Buggy Bug Bug?
Hm.